Vielen Dank für die freundliche Einführung, Frau Wenzel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen in Köln zu sein. Und über ein Thema zu sprechen, das mir persönlich einfach sehr am Herzen liegt, weil ich schon lange, lange Zeit starke Berührungspunkte, möchte ich mal sagen, mit Straßenmusik hatte. Wenn Sie mal genau hinschauen, dann erkennen Sie vielleicht den Herrn am Kontrabass. Das ist jetzt schon eine Weile her. Im Moment bin ich nicht als Straßenmusiker aktiv, würde mich auch nicht als solchen bezeichnen, aber ich habe schon mal Straßenmusik gemacht. Ja, mein Buch Straßenmusiker in Berlin trägt auch den Untertitel eben zwischen Lebenskunst und Lebenskampf, weil es eine so große Bandbreite zwischen diesen Individuen gibt, die sich entschließen, aus welchen Gründen auch immer im öffentlichen Raum aufzutreten, Musik zu machen. Bevor ich in meinen Vortrag einsteige, möchte ich mich einfach noch einmal kurz an Herrn Fetschenhauers Vortrag von letzter Woche anlehnen, vor allen Dingen an seine Definition, die einfach noch mal in den Raum stellen, ohne dass ich in meinem Vortrag groß drauf eingehe, aber ich fand die ganz treffend. Lebenskunst ist die Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Leben bewusst und reflektiert anhand selbstbestimmter ästhetischer und ethischer Richtlinien zu formen und zu gestalten. Ja, und mein Disclaimer noch, habe ich mir aufgeschrieben, Personenbezeichnungen in meinem Vortrag schließen ausdrücklich alle Geschlechter mit ein. Schon gerade in der ersten Folie im Titel steht ja Straßenmusiker, ich meine natürlich auch Straßenmusikerinnen und alle anderen denkbaren Geschlechter. Wie könnte ich hier in Köln vor Ihnen sprechen, ohne Klaus den Geiger zu erwähnen, der aus Köln kommt. Wer kennt Klaus den Geiger? Aha, das sähe in Berlin wahrscheinlich ganz anders aus, obwohl der da natürlich auch manchmal auftritt. Genau, Klaus der Geiger, 1940 geboren. 1960 hat er sein Violinstudium an der Musikhochschule in Köln begonnen, wurde da 8 Jahre später ausgeschlossen, spielte in diversen Sinfonieorchestern, komponierte moderne Musik, studierte 2 Jahre Komposition in den USA, kam 1970 zurück nach Deutschland, zog in eine Kommune und nannte sich fortan Klaus der Geiger, mit bürgerlichem Namen Klaus von Wrochem. Er hat sich politisch engagiert oder engagiert sich immer noch politisch für ein soziales Miteinander, für Frieden, für Toleranz und gegen Umweltverschmutzung, Kernkraft, Krieg, Rassismus, Obrigkeitsdenken und vieles mehr. Ich möchte kurz aus dem Vorwort zitieren, das er mir zu meinem Buch geschenkt hat. Ach so, hier sehen Sie ihn auch nochmal, wie er leibt und geigt. Sein Markenzeichen, die Latzhose und natürlich die Geige. Und Zitat, ich mache Straßenmusik schon seit 45 Jahren, also mehr als die Hälfte meines Lebens. Davor war ich auch schon professioneller Musiker, Musikstudent, Orchestergeiger, Solist, Komponist für neue Musik. Und in den 70er Jahren zu Hippie-Zeiten kam der Bruch und ich wurde Hippie und Straßenmusiker mit Leib und Seele. Und ließ alle die Annehmlichkeiten einer bürgerlichen Musikerkarriere fahren, aber eben auch die Unannehmlichkeiten, als da wären Konkurrenz, Stress, Angst, Lampenfieber, Magenschmerzen, fremdbestimmt sein und so weiter. Allerdings bin ich nicht auf die Straße gegangen und habe statt Mozart Paloma gespielt, sondern Protestsongs, die ich mir nächtelang durch den Kopf habe gehen lassen, was den Inhalt und die Wirkung betrifft. Und auf der Straße musste ich herausfinden, wie ich diese Dinger dann möglichst erfolgreich an die Frau und den Mann bringe. Und ich konnte mein ganzes Können und Wissen einsetzen für Sachen, hinter denen ich wirklich stehe. Das war der große Unterschied zu vorher. Ich springe. Straßenmusik ist frei sein wollen und dabei sein wollen. Geld ist zweitrangig, das langt sowieso nicht zum Leben. Damals nicht und heute erst recht nicht. Aber sie machen es trotzdem, die Straßenmusiker, sitzen in den Parks, den Fußgängerzonen, spielen so gut, wie sie können. Und manche können es richtig gut. Ja,
Ob Klaus nun ein Lebenskünstler ist, das mag ich überhaupt nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist es einer, der sicherlich bewusst und reflektiert sein eigenes Leben in die Hand genommen und gestaltet hat. Klaus ist der wohl bekannteste Straßenmusiker in Deutschland. Ansonsten kennen wir, wenn wir sie nicht geradezu persönlich kennen, Straßenmusiker, glaube ich, eher selten persönlich. Vor ein paar Jahren hat der arbeitslose, schwerbehinderte, ehemalige Berufskraftfahrer Michael Hirte das in der Show Das Supertalent den ersten Platz belegt und 100.000 Euro Siegprämie eingefahren für etwas, was er jahrelang zuvor in der Potsdamer Fußgängerzone gemacht hat, nämlich auf der Mundharmonika gespielt. Plötzlich gab es Standing Ovations, die Leute kauften millionenfach seine Alben und er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ja? So kann das gehen. Man macht das Gleiche in verschiedenen Kontexten und einmal kommt man gerade so über die Runden und das andere Mal macht es einen zum Millionär. Meistens ist es aber so, dass eben Straßenmusik nebenbei passiert. Am Rande der individuellen Wahrnehmung, wenn wir so durch die Stadt hasten, irgendwie haben wir da was mitgekriegt. Und doch ist sie ja im öffentlichen Raum Berlins und auch anderer Städte allgegenwärtig. Auf Straßen, Plätzen, in Fußgängerzonen, Parks, Bahnhöfen, Cafés, Restaurants, auch in fahrenden Zügen. Ich möchte kurz Ihnen vorstellen, worüber ich heute spreche. Erstmal werde ich mich also um den Begriff kümmern, was verstehe ich unter Straßenmusik. Dann einen kurzen Überblick geben über Musik im öffentlichen Raum in der Vergangenheit. Und ich wähle hier bewusst nicht den Begriff Straßenmusik, aber da komme ich dann gleich nochmal drauf. Straßenmusik, insbesondere im Berliner Stadtraum, wo ich meine Feldforschung angestellt habe. Dann kurz zur Feldforschung, was habe ich da gemacht und warum habe ich das so gemacht. Und dann werde ich einige von den Straßenmusikern und Musikerinnen, mit denen ich gesprochen habe, in Kurzporträts vorstellen und hinterher sozusagen mal statistisch drauf schauen. Was habe ich eigentlich rausgefunden? Wer sind Straßenmusiker, was tun sie und warum tun sie es? Das waren im Prinzip die Grundfragen zu meiner Untersuchung auch, weil es bisher noch gar nicht viel Material dazu gab. Ganz am Ende, so ich noch dazu komme, werde ich so ein paar soziokulturelle Aspekte der Straßenmusik ansprechen. Ich möchte starten mit drei Fragen an Sie. Die erste: Wer hat schon einmal Straßenmusiker gesehen oder erlebt? Ja, Sie lachen. Also ich nehme an, wir sind heute hier so 80 Leute, 60. Ich habe fast alle Hände oben gesehen gerade. Frag mal, mach mal eine Gegenfrage. Hat jemand noch nie Straßenmusiker erlebt oder gesehen? Gut, das ist doch eindeutig. Wer hat schon einmal mit einem Straßenmusiker gesprochen? Also wer hat schon mal jemanden angesprochen oder ist ins Gespräch gekommen? Mit Klaus sogar, ja. Ja, das waren jetzt vielleicht so 10% maximal. Und wer hat schon einmal selbst Straßenmusik gemacht? Ah, ja, immerhin. Genau, spannend. Also da habe ich jetzt so 4, 5 Hände gerade gesehen. Okay. Ich sagte gerade, es ist gut, dass Sie alle wissen, worüber ich heute zumindest im Groben wissen, worüber ich heute spreche, denn es wäre gar nicht so leicht, das nachzuschlagen. Ich habe es probiert. 30 Berliner Brockhaus, Fehlanzeige. Gibt's nicht. Die Standardwerke der Musikwissenschaft, das Musik in Gesellschaft, in Geschichte und Gegenwart, MGG, nix. Weder zu Straßenmusik noch zu Straßenmusiker oder Straßenmusikant auch.
Riemanns Musiklexikon, Fehlanzeige, der New Grove, auch mit den entsprechenden englischen Suchbegriffen, nix. Im deutschen Wörterbuch von Warich habe ich dann zumindest mal etwas gefunden. Ein Straßenmusikant ist jemand, der sich durch Musizieren auf der Straße und in Höfen Geld verdient. Diese Definition finde ich persönlich unzureichend und will es deswegen besser versuchen. Für mich ist Straßenmusik erstmal eine Kategorie von Straßenkunst. Es gibt Straßentheater, es gibt Straßenmalerei, Artistik und so weiter. Am häufigsten finden wir heute hier bei uns Straßenmusik. Und Straßenmusik ist also eine ortsbezogene Musikbezeichnung. So wie es Hofmusik gibt, Feldmusik, Kirchenmusik, Kammer-, Salon- oder Bühnenmusik, also Musik, die für einen oder an einem bestimmten Ort aufgeführt wird, gibt es Straßenmusik. Alles andere ist im Prinzip erstmal offen. Das heißt, weder der Musikstil noch die Instrumentierung oder die Ensembleform oder Größe oder sonst irgendwas ist irgendwie vorher festgelegt. Das gibt viele Freiheitsgrade. Und so handelt es sich ja dann bei Straßenmusik auch, wie Sie vermutlich schon selbst festgestellt haben, um eine ganz heterogene Erscheinung mit einer unglaublichen Bandbreite, die eben durch diese große Diversität bestimmt ist. Straßenmusik kann man nicht anfassen, wie Musik im Allgemeinen nicht. Ne? Es ist eine Beschreibung für eine Aktivität. Straßenmusik entsteht in dem Moment, wo sie jemand macht. Es handelt sich also um ein Handlungsmuster. Und die wesentlichen Kriterien dabei, Sie sollen ja immer nicht lesen, Sie sollen zuhören. Ne? Die wesentlichen Kriterien für mich bei Straßenmusik sind einmal, dass es sich um eine Live-Darbietung handelt, die unangekündigt stattfindet, prinzipiell erstmal unentgeltlich, keiner nötigt sie zu zahlen, Geld zu geben, die sich an ein öffentliches Publikum richtet. Es gibt auch Jugendliche, die sitzen zusammen im Park im Kreis und spielen da Klampfen vor sich hin. Das würde ich nicht als Straßenmusik bezeichnen. Die machen da halt für sich Musik. In dem Moment, wo die sich an den Wegesrand im Park stellen und sich an sie wenden, ist das für mich Straßenmusik. Und Straßenmusik findet für mich nicht im Rahmen einer besonderen Veranstaltung statt. Es ist also keine Musik zu Straßenfesten, nicht zu Festivals und auch nicht Musik zu Straßenmusikfestivals. Sowas gibt es ja in vielen Städten. Anlässlich solcher Veranstaltungen eben ganz andere ästhetische, rechtliche und auch ethische Regeln gelten. Das ist einfach eine andere Geschichte. Auch die öffentliche Beschallung durch Lautsprecher zähle ich nicht zur Straßenmusik. Musik, die bei Werbeaktionen, politischen Demonstrationen oder Kundgebungen oder auch Protestaktionen aufgeführt wird, ist für mich keine Straßenmusik im Sinne meiner Untersuchung. Und auch Musik bei religiösen Prozessionen gehört für mich nicht dazu. Also wir sehen schon, entscheidend ist die Aufführungssituation. Wir sind sozusagen live, unangekündigt und so weiter im öffentlichen Raum. Und deswegen verstehe ich Straßenmusik als Aufführungskultur und Auftrittspraxis im urbanen Raum. Es braucht ein gewisses Publikum, das man im ländlichen Raum selten findet. Es sei denn, man ist auch mit Schafen oder Kühen zufrieden. Die Motivation, zum Beispiel Geld damit zu verdienen, ist für mich als Kriterium nicht ausschlaggebend, sondern die Aufführungssituation. Da macht jemand diese Kriterien erfüllend Musik draußen auf der Straße. So, dann komme ich zu einem kurzen Überblick über Musik im öffentlichen Raum. Warum schreibe ich da nicht Straßenmusik? Ganz einfach aus dem Grund, dass es in ganz früheren Zeiten einfach überhaupt nichts anderes gab als Musik im öffentlichen Raum. Wenn man musiziert hat, dann hat man das halt draußen gemacht. Also dass Musik in geschlossene Räume umgezogen ist, ist eigentlich eine recht neue Entwicklung. Und
Genau, und selbst als Musik sich, also oder Kunstmusik sich in geschlossene Räume verlagert hat, war das eher ein Vergnügen für die Elite. Die Bevölkerung, die breite Bevölkerung hat Musik auf den Marktplätzen im Dorf, auf der Kirmes konsumiert. Natürlich auch in der Kirche und so, aber Unterhaltungsmusik eher. Ja, umherziehende Musiker gab es schon wahrscheinlich, solange es Städte oder größere Siedlungen gab. Belegt sind solche im alten Mesopotamien, 3000 vor Christus, im alten Ägypten, auf indischem und chinesischem Boden sogar schon 4000 vor Christus. Und und auch in der griechischen und römischen Antike, da gab es die Rhapsoden, wandernde Musiker. Und Musik war damit also schon immer Teil des öffentlichen Lebens. Auf deutschem Boden ist der Begriff Spielleute ungefähr ab dem 8. Jahrhundert nach Christus belegt und bezeichnete erstmal alle möglichen Arten von Unterhaltern. Also sowohl Erzähler als auch Musiker, als auch Artisten, Akrobaten, Gaukler, was auch immer. Erst ab dem 13. Jahrhundert gab es dann die Beschränkung in der Bedeutung auf fahrende Musikanten. Ja, und auch die aber total heterogen. Da gab es Kriegsversehrte darunter, die irgendwoher noch eine Leier gekriegt haben, eine Drehleier, wo sie einfach dran kurbeln konnten und dann kam Musik raus. Aber natürlich auch Leute, die tolle Shows gemacht haben und nicht nur auf dem Markt, sondern vielleicht auch zu Hofe mal gespielt haben, weil sie es eben sehr gut konnten. Die hatten eine wichtige Funktion in der Gesellschaft damals. Die haben also nicht nur die damalige Musik verbreitet, das Liedgut und auch Lyrik, sondern Nachrichten. Ja, ich konnte damals nicht das Radio oder den Fernseher einschalten und mich informieren oder eine Zeitung lesen. Der Buchdruck war ja noch nie mal erfunden. Das heißt, diese Leute, die von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt gewandert sind, haben Nachrichten verbreitet. Sicherlich auch vieles, was nur halb war oder gar nicht war, was wir heute dann vielleicht als Fake News bezeichnen würden. Und natürlich haben sie zur Unterhaltung beigetragen. Ja, wie gesagt, damals gab es musikalisch wenig anderes Angebot, wenn man nicht gerade selbst sich was vorgesungen oder gepfiffen hat. Und sie wurden auch immer wieder zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Begräbnissen und dergleichen verpflichtet. Ab dem 14. Jahrhundert wurden die Spielleute zunehmend negativ konnotiert. Also vor allen Dingen die fahrenden Musiker, die durften sich oder konnten sich, weil sie ja auch gar nicht ortsansässig waren, eben nicht in Zünften organisieren und wurden dann von den ortsansässigen Musikern und von den Stadtverwaltungen immer stärker reglementiert bis zu schikaniert, galten oft als Rechtlose, als Unehrliche, durften vielleicht gar nicht in der Stadt übernachten, sondern mussten davor kampieren. Aber im Volk waren sie nichtsdestotrotz natürlich sehr beliebt. Erstens, weil es gar nicht viel andere Musik fürs Volk gab und weil sie natürlich einfach immer den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Gegend dabei hatten und für Unterhaltung gesorgt haben. Dazu kommt, dass bis ins 16. Jahrhundert hinein das Tanzen in Wirtshäusern häufig verboten war. Das heißt, wenn Musiker anwesend waren, ging es halt raus auf die Straße und dann wurden, da kommt der Name her oder die Begriffe her, Gassenhauer oder Pflastertreter dargeboten und dazu getanzt. Ich mache einen sehr, sehr kurzen, verkürzten Ritt jetzt natürlich durch die Geschichte und wenn es Sie mehr interessiert, können Sie nachher gerne mal in mein Buch reinschauen. Da gehe ich auf all die Punkte natürlich sehr viel genauer ein. Ab dem 17. Jahrhundert kam der Bänkelgesang in Mode. Das war eine Form, bei der
man also einen Bänkel, einen kleinen Tisch dabei hatte oder so einen Schemel dabei hatte. Da stellte man sich drauf, weil man dann besser auf dem Marktplatz gesehen wurde. Hatte vielleicht noch, noch so eine Tafel, so eine Schautafel dabei und konnte dann singend irgendwie eine Geschichte erzählen oder auch ein Krimi erzählen. Das war so der Tatort von damals sozusagen. Ne? Da wurden also viele Schauergeschichten tatsächlich dargeboten. Es war jetzt also nicht nur reines Nachrichtenprogramm, sondern auch durchaus Unterhaltungsprogramm. Und dazu, also das wurde eben meistens in einem Sprechgesang oder in Liedform vorgetragen. Oft, damals gab es ja schon dann den Buchdruck, oftmals wurden dann auch Flyer sozusagen verteilt oder verkauft, wo dann die Liedtexte mit drauf waren, dass die Leute entweder mitsingen konnten oder das irgendwie mit nach Hause nehmen konnten. Wobei, wer damals lesen konnte, ist natürlich eine Frage. Ja, und dann ganz wichtiges Element im 20. Jahrhundert verbreitete sich, also Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitete sich dann zunehmend die Drehorgel, der Leierkasten, etwas, wo Musik rauskommt, aber es ist letztlich ja ein Musikautomat. Ne? Ich brauche das Instrument nicht spielen können. Ich muss da einfach nur dran kurbeln und dann kommt Musik raus. Das hat aber vielen Menschen eine Möglichkeit gegeben, die vielleicht kriegsversehrt waren oder sonst kein anderes Einkommen hatten. Und wir denken an die Wirtschaftskrise, wir denken an die Nachkriegszeit oder auch die Kriegszeit Anfang des Jahrhunderts. Da gab es viele von. Die sind dann durch die Straßen gezogen, durch die Höfe in Berlin vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, wie das hier so in Köln ist, aber in Berlin hat jedes Haus so weitläufige Hinterhöfe. Und da wurde also gespielt. Und das war damals ein gesellschaftliches Ereignis. Es gab noch kein Radio. Die Leute sind ans Fenster gekommen, haben geguckt, vielleicht sind sie sogar runtergekommen und haben getanzt dazu. Ne? Eine Zeichnung des Berliner Zeichners Heinrich Zille. Ja, das war, wie gesagt, das war früher ein Ereignis. Die nationalsozialistische Diktatur war dann eine Zäsur. Vorher mussten Straßenmusiker schon mit vielen Regeln umgehen und auch mit Verboten kämpfen. Aber in der Nazi-Diktatur gipfelte das dann also wirklich in Lebensgefahr. Die Menschen wurden verprügelt, wurden teilweise auch in Konzentrationslager verbracht. Und so verschwanden viele Straßenmusiker. Entweder weil es sie physisch nicht mehr gab oder weil sie sich nicht mehr trauten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, die Welt lag in Trümmern, hier ein Bild aus Berlin, das durchaus eine gewisse Ähnlichkeit aufweist, aber wir sehen, die Leute tanzen zwischen den Trümmern, ne, und auch da, es war eine Form, sich mal zu zerstreuen, sich mal abzulenken von dem Elend, das vielleicht auch herrschte. Und es gibt ein Zitat des damaligen Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer, der also eine damals recht bekannte Straßenmusikertruppe hier neu einkleidete, und ich kann es leider nicht im Lokalkolorit, sagte: Jungens, tut mir einen Gefallen, geht auf die Trümmer und bringt den Kölnern wieder Humor. Ja? Da hatten die Straßenmusiker nochmal so ihren Auftritt. Anschließend, Deutschland startete ins Wirtschaftswunder, waren die Bedingungen nicht mehr optimal. Ja, die Innenstädte wurden zunehmend autofreundlich gestaltet, da war es also schwierig aufzutreten. Später, als die Fußgängerzonen eingerichtet wurden, hat sich das wieder gebessert. Aber spätestens ab den 1970er Jahren mit dem Revival der Folkmusik und Hippiekultur kamen wieder Leute auf die Straße, die da Musik gemacht haben. Einerseits wurde durchaus altes deutsches Liedgut gepflegt, andererseits kam jetzt politischer Protest dazu,
Ne, siehe Klaus der Geiger. Und genau, so dass es also in den späten 70ern und dann auch in den 80ern deutschlandweit durchaus eine Szene vor allen Dingen linker, links eingestellter Straßenmusiker gab, die eben dann auch oft miteinander kooperiert haben und sich untereinander gut kannten. Klaus der Geiger war nur einer, aber sicherlich nicht der Einzige. Ein weiterer Faktor, der so zu einer starken Veränderung führte der Bedingungen, waren neu aufkommende Medien. Na, plötzlich gab es Radios, Fernseher, das heißt Nachrichten und Unterhaltung holte man sich aus anderen Quellen. Man hatte dann vielleicht auch irgendwann einen Plattenspieler oder ein Tonbandgerät zu Hause stehen. Das heißt, Live-Musik verlor prinzipiell an Stellenwert und insbesondere dann eben auch die Straßenmusik wurde verdrängt, einfach durch die Verfügbarkeit von Musik. Ich konnte mir jetzt aussuchen, wann ich was anhören will und musste mich darauf hoffen, dass der oder die Straßenmusikerin jetzt gerade meinen Lieblingssong im Gepäck hat. Und das setzt sich natürlich fort. Also heutzutage in Zeiten von iPod, Tablets, Smartphones, wo jeder im Prinzip so seine eigene Blase um sich rumschaffen kann, ich kann ja völlig abtauchen. Knopf ins Ohr, Bildschirm vors Gesicht und ich bin weg. Ich kriege nichts mehr mit von draußen, weder akustisch noch visuell. Da ist sozusagen das Buhlen um Aufmerksamkeit oder die Bitte um Aufmerksamkeit, die Straßenmusiker natürlich immer an ihr Publikum äußern, durchaus lauter geworden. Gleichzeitig gab es natürlich einen technischen Fortschritt. Es entstanden neue elektronische Instrumente, E-Gitarren zum Beispiel, Verstärkertechnik. Und das setzt sich also bis heute fort, dass wir jetzt so kleine, kompakte Verstärker haben, die kaum was wiegen, mit einem Satz Batterien 12, 13 Stunden durchhalten. Und damit kann ich mich natürlich sowohl gesangsmäßig, aber auch mit einer klassischen Gitarre oder mit anderen leisen Instrumenten ganz anders gegen den Alltagslärm durchsetzen, als das früher der Fall war. Ne? Insofern da also durchaus eine vorteilhafte Entwicklung im Sinne der Straßenmusik. Ja, und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg war die Straßenmusik dann ein spezifisch urbanes Phänomen. Vorher mussten die Leute ja irgendwie von Stadt zu Stadt kommen, dann sind sie natürlich auch durch die Dörfer durchgekommen und haben auch da Musik auf den Märkten gemacht. Jetzt hat man sich halt auf die großen Städte konzentriert und hatte da genug Laufkundschaft. Straßenmusik im Berliner Stadtraum. Einfach ein paar Gedanken dazu, was so einfach zu dem Kontext, ne? Weil Straßenmusik findet ja im Kontext der jeweiligen Stadt, des jeweiligen Raumes statt. Und dazu ein paar Gedanken. Straßenmusik existiert ja immer als Teil eines großen Ganzen, eines musikalischen Feldes, wenn man so will, in dem also auch noch andere Musik stattfindet, Kunstmusik, Musik anderer Gruppen, und alles Mögliche, was eben so in einer Stadt an Musik stattfindet. Und Straßenmusik steht dann irgendwie auch in Beziehung zu allen anderen darin vorkommenden Musikformen. Insofern, weil auch Straßenmusiker jetzt ja, sehen Sie nicht an mir, muss ich Ihnen sagen, aber ich habe auch mal Straßenmusik gemacht, aber mache natürlich auch noch in ganz vielen anderen Kontexten Musik. Und wenn jetzt jemand neu in die Stadt kommt, vielleicht macht erstmal Straßenmusik, dann sucht dann aber sich nach anderen Leuten um, mit denen er noch Musik machen kann und so weiter. Dann ist die Linie, die ich jetzt zwischen Straßenmusik und dem Rest ziehe, eigentlich imaginär. Ne? Das ist einfach nur was, um meinen Forschungsgegenstand so ein bisschen abgrenzen zu können. Aber bitte behalten Sie im Hinterkopf, dass Straßenmusik Teil auf jeden Fall des gesamten Musikfeldes oder der Musikszene einer Stadt ist. Straßenmusik trägt zum spezifischen Bild bestimmter Städte wie insbesondere Berlin bei, ne, sowohl akustisch als auch visuell. Kann
sozusagen das Vorkommen von Straßenmusik durchaus das Gefühl einer Stadt oder auch ja, das Erscheinen einer Stadt entscheidend mitprägen. Das sieht man in Berlin sozusagen an den Orten, wo es gar nicht geht, Straßenmusik zu machen. Das ist insbesondere das Areal um den Potsdamer Platz herum. Das sind nämlich alles Privatstraßen, da um das Sony Center und so. Und da wird einfach das Hausrecht durchgesetzt und da findet man normalerweise keine Straßenmusiker. Und das ist ein Ort, an dem ich auch aus anderen Gründen nicht gerne bin, aber es wirkt auf mich nicht so lebendig, wirkt einfach tot, hat ein ganz anderes Flair, eine ganz andere Stimmung als Orte, die eben durch Straßenmusik belebt sind. Sie merken schon, ich sympathisiere natürlich mit Straßenmusikern und Straßenmusik. Ich kann mir durchaus auch andere Meinungen vorstellen. Berlin als Ort bietet einige Besonderheiten, habe ich in meiner Forschung herausgefunden. Einerseits ist es natürlich ein Anziehungspunkt für sowohl Touristen als auch Kreative und damit sozusagen für Straßenmusiker ein interessanter Ort. Einerseits können sie sich gut an die Kreativszene andocken und andererseits gibt es viele Touristen, gibt es auch viele Einheimische, wo einfach ein hohes Laufpublikum da ist. Dann hat Berlin, ich glaube, wenn man in Köln ist, dann wo findet hier Straßenmusik statt? In den Außenbezirken. Ach, in den Außenbezirken, sagen Sie. Ah, okay, gut. Ich hätte, also oftmals ist es... Ja, oftmals ist es so... Oftmals ist es so, dass es eine Fußgängerzone in der Stadt gibt, möglichst in Bahnhofsnähe, und da passiert zumindest das meiste an Straßenmusik. Ah ja, Hohe Straße, da haben sie es. Aber offenbar nicht nur in der Hohen Straße. Ja, und auch spezielle Straßenfeste gibt es ja auch noch. Genau, Straßenfeste, wie gesagt, nehme ich nicht, schließe ich von meiner Betrachtung aus. Aber genau, so ist das in vielen Städten. Berlin ist da ein bisschen anders. Berlin hat erstmal sozusagen historisch bedingt ein Ostzentrum, ein Westzentrum und seit es den Potsdamer Platz gibt, noch ein Mittezentrum. Also irgendwie schon mal drei Zentren. Also wenn man am Potsdamer Platz selbst nicht spielen darf, kann man natürlich drumherum vom Brandenburger Tor oder sowas spielen. Das nehme ich immer noch als Mittezentrum da mit rein. Das alte Ostzentrum so um Alexanderplatz, Fernsehturm herum, das alte Westzentrum mehr so um die Gedächtniskirche, am Zoo herum, bis zum Wittenbergplatz, wo es KDW ist. Und dann wurden um 1920 ganz viele Dörfer und kleine Städte einfach eingemeindet. Vorher war Berlin so, dann war es plötzlich so. Und da gibt es also lauter kleine Stadtkerne verteilt. Und die, also einige davon sind heutzutage auch Fußgängerzonen oder Einkaufszentren. Und auch da findet also Straßenmusik dann eben stärker verteilt im Raum statt. Und damit bietet Berlin eben nicht nur einen Ort, sondern ganz verschiedene Orte, bietet Nischen, verschiedene Atmosphären. Es macht einen großen Unterschied, ob ich mich zu den lokalen Leuten in die Fußgängerzone in der Wilmersdorfer Straße setze und da Musik mache oder ob ich am Wochenende abends auf der Warschauer Brücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain das Partypublikum bespiele. Oder sonntags auf dem Flohmarkt am Boxhagener Platz oder im Mauerpark. Da kann ich mir sozusagen das aussuchen, wo ich mit meinem Programm, wo ich am besten reinpasse. Dazu kommen in Berlin circa 50 U-Bahnhöfe, die Berliner Verkehrsbetriebe sozusagen an Straßenmusiker vermieten. Man kann sich da Erlaubnis für wenig Geld holen an einem speziellen Schalter und dann da legal Musik machen. Auf S-Bahnhöfen ist das in Berlin nicht erlaubt, machen trotzdem einige. Und dann auch illegal, aber sehr häufig praktiziert, wird Musik in den fahrenden U- und S-Bahnen gemacht. Auch besonders an Berlin, dass wegen der Weitläufigkeit und der vielen verschiedenen Möglichkeiten, räumlich Musik zu machen, Konflikte relativ selten sind, kommen natürlich auch vor, und die Ordnungsämter eine vergleichsweise laxe Haltung zu Straßenmusik haben.
Solange sich da niemand beschwert, wird normalerweise gewähren gelassen. Ja, es gibt vier Raumkategorien, die ich im Berliner Stadtraum unterscheide. Einmal das öffentliche Straßenland, also Straßenplätze, Parks, Fußgängerzonen und so weiter. Cafés, Restaurants und im Sommer insbesondere die Gehwegflächen davor. Dann, wie schon gesagt, U-Bahnhöfe und die U- und S-Bahnen. Meistens entscheiden sich Musiker, in nur einem von diesen Bereichen zu spielen. Manche bespielen mehrere, aber also um die 90% sagen, nee, ich spiele entweder nur auf der Straße oder nee, ich mache nur die U-Bahnhöfe oder ich spiele nur in U-Bahnen oder so. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einerseits Punkt 1, öffentlichen Straßenland und U-Bahnhöfen, wo der Straßenmusiker ortsfest ist und Sie als Publikum sich entscheiden, bleibe ich stehen oder gehe ich vorbei. Anders ist das in Lokalen und auch in den U- und S-Bahnen. Da, wenn Sie so wollen, sind Sie sozusagen ortsfest und die Straßenmusiker kommen dazu. Und Sie können sich das aber, Sie als Publikum können sich das nicht aussuchen. Möchte ich da jetzt zuhören? Stört mich das vielleicht? Ist mir das gerade zu laut oder was auch immer? Ne? Also das ist das, wo es vermehrt zu Konflikten kommt. Ne? Weil, wie gesagt, in den anderen Punkten können Sie einfach weitergehen, wenn Sie nicht gerade im Laden nebenan arbeiten und der jetzt schon zum 10. Mal irgendwie seine Etüde da hinzimmert. Genau. So, die Zahlen sind unwesentlich, aber das ist also ein Stadtplan oder das ist Berlin. Und das sind Orte, an denen ich Straßenmusiker angetroffen habe. Sie sehen, es sind erstens viele Orte und natürlich schon recht zentral die meisten, aber es gibt auch welche hier in Köpenick oder da oben in Spandau, in Tegel, in Zehlendorf. Also man trifft Straßenmusiker, wie Sie auch sagen, offenbar in Köln auch in der Peripherie. Jo, was habe ich in meiner Feldforschung gemacht? Ich habe 2010, 2011 war ich monatelang sozusagen in der Stadt unterwegs und habe im Prinzip alles angesprochen, was da Musik gemacht hat. Und insgesamt 97 Musiker und beziehungsweise oder Ensembles befragt. Dafür habe ich teilstandardisierte Interviewbögen verwendet. Und dazu habe ich noch, darüber hinaus dann noch 66 Beobachtungsprotokolle angefertigt zu Musikern und Ensembles, bei denen sich kein Interview ergeben hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Manche wollten nicht, manchmal hat sich irgendwie kein Kontakt ergeben oder was auch immer. Dann habe ich einen wichtigen Teil sozusagen meines Buches macht eine Einzelfalldarstellung aus, wo ich einfach die Leute porträtiert habe, um der großen Individualität unter den Straßenmusikern gerecht zu werden. Dann habe ich es natürlich statistisch ausgewertet, verglichen, da kommen wir dann auch noch gleich zu, und daraus allgemeine Aussagen zu biografischen Merkmalen, Motiven, Strategien, Perspektiven und so weiter rausgezogen. Und dann habe ich mich noch mit dem urbanen Raum, mit dem Publikum und soziokulturellen Dimensionen beschäftigt. Warum habe ich das Ganze gemacht? Hat mich auch mal jemand, ein guter Freund, gefragt, so, und warum musst du jetzt über Straßenmusik schreiben? Ich habe mich ja vorher schon mit dem Thema beschäftigt und war überrascht, dass es einfach in Deutschland, sozusagen vorher, quasi keine systematischen Untersuchungen zu Straßenmusik gab und auch nur überhaupt ganz wenig Veröffentlichungen, die meistens so 30 bis 40 Jahre oder mehr zurückdatierten. Dabei ist das ein offensichtliches, ein öffentliches und allgegenwärtiges, zumindest in einer großen Stadt, Phänomen. Und dass sich da noch niemand mit beschäftigt hatte, fand ich überraschend und hat mich angespornt, selbst was draus zu machen. Und ich hoffe, dass ich damit einen Beitrag zur Beschreibung des lokalen Musik- und Kulturlebens in Berlin leiste, wo eben Straßenmusik als kulturelle Praxis das Profil der Stadt bedeutend mitträgt.
Ich stelle ein paar Straßenmusiker, die ich in Berlin getroffen habe, kurz vor. Das ist jetzt auch sehr verkürzt. Ich will einfach nur mal ein bisschen so einen Überblick geben. Nee, es ist auch kein repräsentativer Überblick. Es sind eher so von beiden Polen, von denen, die ich jetzt aus meiner Betrachtung heraus eher als Lebenskünstler sehen würde und von denen, die eher am Kämpfen sind. Da ist zum Beispiel Jaron aus Kleve. Die Altersangaben und alle anderen Zeitangaben sind auf den Zeitpunkt der Erhebung bezogen. Also Jaron ist jetzt schon einige Jahre älter. Genau. Jaron spielt Hang. Hang ist so ein UFO-ähnliches Instrument, wie Sie sehen. Entwickelt von zwei Schweizern, ein bisschen angelehnt an die Steel Drum, die aber mit Schlägeln gespielt wurde. Und Hang ist Berndeutsch und heißt Hand, weil man dieses Instrument eben mit der Hand spielt. Man haut da so drauf rum. Allein das ist mal schon ein ganz schöner Hingucker. Außerdem klingt es toll. Es kann sehr intuitiv sein, das Spielen, und durchaus meditativ wirken. Jaron improvisiert also auf der Straße im Prinzip über Patterns, die er sich vorher ausgedacht hat, aber dann improvisiert er frei bis zu 10 Minuten am Stück und auch länger, wirkt während seines Spiels versunken, lässt sich von der Atmosphäre und der Energie des Ortes inspirieren und ja, am besten läuft es für ihn, wenn er also in so einen Flow reinkommt, wie er sagt, und dann innerlich zur Ruhe kommt. Ich habe hier Zitat, aufhören zu reden und zu denken und einfach im Moment sein. Jaron spielt ganz viele Instrumente, eigentlich alles außer Streichinstrumenten, sagt er. Das meiste davon hat er sich autodidaktisch erarbeitet. Hatte trotz Eignung keine Lust auf ein reguläres Musikstudium und lebt ausschließlich von Straßenmusik, reist herum, obwohl Geld verdienen für ihn gar nicht an erster Stelle steht. Er sagt, das Geld kommt einfach automatisch. Sebastian aus Frankreich, aus Toulouse, hat sich aus Abflussrohren selbst ein Tridgeridoo gebaut, wie er es nennt, angelehnt an das Didgeridoo, das Rohr, das die Aborigines aus Australien benutzen, im Prinzip trompetenartig gespielt wird. So muss ich machen. Und dann kommt er halt raus. Der hat einfach Abflussrohre zusammengesteckt. Das klingt toll, sieht noch viel besser aus. Außerdem braucht das nicht halten, weil das Ding von alleine steht. Dann kann er mit den anderen Händen noch Trommel spielen. Manchmal singt er zur Trommel, spielt Mundharmonika. Nennt die Musik, die er macht, Drum and Bass Akustik. Das ist einer, der die Leute ganz viel zum Mitmachen auffordert, zum Tanzen auffordert, offen auch ist, mit anderen Musikern spontane Jams auf der Straße zu spielen, Jam-Sessions. Auch gerne andere also Künstler wie Akrobaten oder Feuerkünstler begleitet und Straßenmusik als Lebenseinstellung betrachtet. Er kann sich überhaupt nichts anderes mehr vorstellen, lässt sich beim Spielen von der Stimmung der Menschen und von der Atmosphäre des Ortes inspirieren, spielt, wie man erstens sieht, schon viele Instrumente, aber noch viel mehr Instrumente und hat sich eigentlich alles auch selbst beigebracht. Sebastian schätzt Berlin wegen der liberalen Atmosphäre und verbringt gerne die Sommer dort, den Winter eher in Südeuropa oder Südamerika, wo es wärmer ist, und lebt von der Straßenmusik. Seine Botschaft an die Leute ist: Dance, live, be happy in the streets. Mareike, die sich Ren nennt, das ist Hebräisch für, ich habe gerade gedacht, Israelisch, Hebräisch, für das Einhorn. Außerdem, wenn man es rückwärts liest, heißt es Meer. Kommt aus Hildesheim und spielt Elektroharfe, also mit Verstärker, und singt dazu. Sie tönt eigentlich mehr dazu, singt keine Texte, sondern eher Fantasiesprache, Laute, Töne. Und ist sehr experimentierfreudig, will sich gerne beim Spielen selbst überraschen mit dem, was sie macht.
improvisiert, spielt eigenes, gerne spontane Jam-Sessions mit anderen und geht sehr auf den Ort und die Leute ein. Früher war sie mal an der Musikschule, aber die Harfe, ihr Kindheitstraum, hat sie sich autodidaktisch beigebracht, benutzt Straßenmusik teilweise zum Lebensunterhalt neben Hartz IV und anderen musikalischen Projekten. Und sie sagt eben, ich versuche aus mir selbst etwas zu kreieren, was ich noch nicht kenne. Straßenmusik ist eine großartige Bühne aus Sicht des freien Willens und sie findet eben toll daran, du kannst dich mit dem, was du liebst, ernähren und davon leben. Ganz anders, die Franzosen Les Jacques Parmentier, eine Brassband aus Versailles, bestehend aus Architekturstudenten, die sich dort also an der Uni kennengelernt haben. Und traditionell ist das so wohl an französischen Hochschulen, dass man solche Brassbands, Fanfares gründet und viele von denen, die da mitspielen, können vorher ihre Instrumente noch gar nicht. Die machen dann so Learning by Doing, das irgendwie geht das. Und man schafft sich zusammen Stücke drauf und also sehen hier irgendwie Schlagzeug, Trompete, Posaune, Tuba, Sousaphon, das ist der Anheizer mit dem großen Sousaphon. Genau, und dann zieht man in den Sommerferien rum, macht Musik, verdient sich so seine Sommerferien und sieht die Welt. Sie sagen, zusammen Spaß, zusammen kann man viel Spaß haben und das ist ihnen auch das Wichtigste, ne? Gemeinsam mit ihrer Musik Spaß zu haben. Auch Camillo aus Deutschland, an Gitarre und Gesang kann man das sehen, ja, kann man schon oder erkennen. Macht seit 10 Jahren Musik, ist kompletter Autodidakt an verschiedenen Instrumenten und zum Zeitpunkt, als ich ihn getroffen habe, also seit 7 Monaten Straßenmusiker, weil er einfach seine Musik, seine eigenen Songs unter die Leute bringen will, sich auch eine Fanbase aufbauen möchte. Der lebt also von Straßenmusik und von Hartz IV und tritt unter anderem auch als Solokünstler auf, gibt also Konzerte. Sehr selbstbewusst, der weiß, was er will und der tut es. Ich bin frei und ziehe mein Ding durch, sagt er. Gleichzeitig, ich bin eine geile Sau und ich glaube, ich kriege viel Geld zusammen, weil es bei mir nicht die Hauptsache ist und ich das mache, was ich liebe. Jetzt ist gerade gelb geworden, ne? Muss ich hier wieder einmal... So. Genau, das sagen viele von denen Lebenskünstlern, nur dass sie eben genau das machen, was sie lieben. Anders, erkennt man so ein bisschen, die Ukrainerin, die ich auf dem Gendarmenmarkt getroffen habe, als sie da ihre Bratsche spielte. Die da im schwarzen Abendkleid durchaus elegant und stilvoll auftritt, ausgebildete Orchestermusikerin ist und zu Hause in der Ukraine in einem großen Ensemble spielt, aber während der Sommerpause nach Berlin kommt, um Straßenmusik zu machen, weil sie da einen Monat deutlich mehr Geld verdient auf der Straße als zu Hause bei ihrer Festanstellung. Das findet sie demütigend und auf Dauer auch frustrierend und wollte sich deswegen auch nicht auf ein Interview mit mir einlassen. Das habe ich öfter erlebt. Ne? Leute, die also eigentlich keine Lust auf Straßenmusik hatten und das trotzdem machen mussten, weil es irgendwie die einzige Möglichkeit war, über die Runden zu kommen, wollten eigentlich gar nicht gerne mit mir sprechen, ne? Weil da so viel Frust hinter sitzt. Anders die beiden, Anatoli und Anatoli aus Voronezh in Russland, die also Akkordeon spielen, das kleine Saiteninstrument, das er da in der Hand hält, ist die Domra. Und dazu in verschiedenen Sprachen singen. Die beiden haben zusammen am Konservatorium Musik studiert und dann 20 Jahre lang im Philharmonischen Orchester von Voronezh gespielt, viele internationale Konzertreisen absolviert. Ja, und nach Ende der Sowjetunion gab es dann halt weder eine Anstellung im Orchester noch Geld. Und dann mussten die sich überlegen, okay, was machen wir jetzt? Sodass sie also seit 17 Jahren in Berlin leben, größtenteils, während die Familie zu Hause in Russland ist.
alle paar Monate fahren sie dahin und besuchen die mal, aber zwischendurch machen sie halt Straßenmusik, das ist ihre einzige Einnahmequelle. Sie brauchen das Geld dringend für den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien. Manchmal machen sie allein, jeder für sich, Straßenmusik, manchmal zu zweit, manchmal aber auch in größeren Ensembles mit anderen Russen, spielen Volkslieder, Chansons, klassische Stücke, bekannte Melodien. Die beiden, total nett, machen Witze und versuchen, gute Laune zu verbreiten und sagen, Straßenmusik, das mache ich nur so lange wie nötig, aber besser nicht mehr so lange. Gleichzeitig, alle Musik und auch alle Musikanten sind schön, also eine ganz offene Herangehensweise. Ja, Rintintin hat er sich genannt, wollte seinen Namen nicht nennen. Den kannte ich schon vom U-Bahnhof, wo meine Eltern wohnen. Da habe ich den öfter mal gesehen und ein alter Mann, deutlich über 70 Jahre, der einfach in seine Mundharmonika reinbläst, mehr oder weniger, ohne erkennbare Musikalität. So. Ja, ich will, es fällt mir schwer, ich möchte das nicht abwerten, aber es war jetzt nicht für mich erkennbar, was er da spielt und ob es irgendwas Organisiertes war. Eher nicht. Er sagte auch, er übt nicht, spielt eher so intuitiv, um seine kleine Rente aufzubessern. Der hat, früher war er Buchhalter und ist dann wegen einer Erkrankung, also fast erblindet, war dann arbeitsunfähig und ist seit 1990 Frührentner. Man sieht da auch seinen Blindenstock stehen. Und er sagt eben, ich kann nichts anderes. Das ist das, irgendwie versuche ich meine Frau und mich damit über die Runden zu kriegen. Okay, ich habe noch welche, die überspringe ich jetzt aber. Können Sie gerne alles nachlesen. Und komme zu einem Punkt, den ich ganz spannend fand, der sich so während meiner Feldforschung für mich so ergeben hat. Es ist die innere Haltung, also sozusagen der Zusammenhang zwischen der inneren Haltung der Straßenmusiker und der Wirkung, die sie aufs Publikum haben. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Handeln bestimmte Emotionen bei mir bedingen kann, die sich wiederum auf mein Handeln auswirken, dann komme ich sehr schnell auf den Trichter, und ich nenne das immer gerne eine positive oder negative Rückkopplung, die da passiert. Also wenn ich gerne Straßenmusik mache, wenn ich mein eigenes Ding mache, wie es ja einige auch ausgedrückt haben, wenn ich meine eigenen Lieder unter die Leute bringe, also da mit so einer Einstellung rangehe, offen, ich mache das gern, ich sehe einen Sinn darin und verknüpfe vielleicht auch ideelle Werte mit der Musik, die ich mache, dann trifft das auf Resonanz. Das Publikum kriegt das mit, oh, da steht einer, vielleicht ist der nicht technisch perfekt, aber der macht das, was er tut, gerne. An dem gehe ich gern vorbei, da gebe ich auch gerne mal Geld, da bleibe ich stehen, weil das bei mir resoniert, da kommt was Positives an bei mir. Der Musiker, der sozusagen diese positive Resonanz erfährt seinerseits, den beflügelt das auch wieder. Der merkt, da kommt was zurück. Ja, es funktioniert. Ne? Ich gebe was rein, es kommt was zurück. Und so entsteht im Idealfall so ein Kreislauf. Dann gibt es die anderen Musiker, die Straßenmusik eher als nötiges Übel zum Geldverdienen sehen, aus finanzieller Not Straßenmusik vielleicht machen. Vielleicht eben auch dann nicht eigenes spielen, sondern irgendwelche Stücke, von denen sie denken, dass die Leute sie vielleicht hören wollen. Meistens ist es aber so, dass erstens die Leute die Stücke schon gar nicht mehr hören wollen, weil es eben die Stücke sind, die man an jeder Ecke hört. Und die Musiker schon gar nicht diese Stücke noch hören wollen, weil sie sie ja ständig in Dauerschleife wiederholen. Ja, das führt zu Ärger, zu Frust. Weil diese Leute sich eben nicht mehr autonom fühlen. Die haben das Gefühl, ich muss das machen und wenn ich es nicht mache, weiß ich nicht, wovon ich leben soll. Ja? Wenn ich an so jemandem vorbeigehe, der da frustriert rumsitzt und dann kann er noch so gut spielen, dann ist es mir passiert, dass ich dachte, schnell weiter. Möchte ich gar nicht näher rankommen, weil diese Energie ich nicht haben will. Ich habe auch eine Publikumsbefragung gemacht in meiner Studie. Das kommt beim Publikum tatsächlich, also bei den Leuten auch so an. Straßenmusik, die schlecht, wird als schlecht oder unerfreulich bewertet, wenn es den Künstlern an musikalischer Glaubwürdigkeit mangelt.
Und die Leute sehen das durchaus differenziert. Ich zitiere, da hat jemand unterschieden zwischen Geldbrauchern, die ein verkniffenes Gesicht haben, und aus Freudespielern, die eben mit glänzenden Augen spielen. Jemand anders sagt, ich mag Straßenmusik sehr, insbesondere wenn ich merke, dass es den Musikern selbst Spaß macht und dass sie nicht nur wegen des Geldes spielen. Jemand anders sagt, mich ärgert schlechte Laune, die übertragen wird. Ja, das ist genau diese Verbindung. Das heißt, Authentizität und Selbsttreue, also das machen, was ich will, wirken nicht nur auf die Musiker selbst, sondern auch auf ihre Performance und damit aufs Publikum und idealerweise dann doch wieder auf sie selbst zurück. Ich zitiere einmal Klaus den Geiger, der in einem Buch das sehr schön beschrieben hat. Aber gesungen habe ich trotzdem, und es war fantastisch, wie gut die Lieder bei den Leuten ankamen. Stark wie das Feedback, das wir dadurch empfingen, war auch unsere Musik. Auf der Straße sind die Leute freier, sodass es ihnen hin und wieder auch mal glückt, zuzuhören, und zwar offen. Und daraufhin sind auch wir frei genug, offen zu spielen. Das passiert natürlich nicht immer, aber wenn es geschieht, dann sind das die Glücksmomente im Straßenmusiker-Dasein. Dann komme ich zur Statistik. Wer sind diese Leute? Was tun sie? Warum tun sie das? Und ich dachte, wir fangen mal an, indem wir uns einfach einen durchschnittlichen Straßenmusiker mal zusammenbasteln. Geschlecht, da habe ich was vergessen. Aber vielleicht können Sie mal kurz für sich selbst überlegen, wo da die Männlein und die Weiblein wohl zu verorten sind. In meiner Stichprobe habe ich also einen Anteil von über 80% Männern festgestellt und nur 18% der Musikerinnen und Musiker sind weiblich. Punkt 1, beim Durchschnittsstraßenmusiker, männlich ist er. So, die Altersverteilung. Wie alt sind die Leute? Ich habe Leute im Alter von 10 bis 77 Jahren getroffen. Also Rintintin gerade war der Älteste mit seinen 77 Jahren. Aber auch kleine Jungs, das waren dann eher so Roma. Ja, die schicken also auch die ganz kleinen Kinder raus. Getroffen. Und wenn man sich das, die Verteilung mal so anschaut, dann sehen Sie so also diese drei hohen Balken da zwischen 20 und, ja, oder nehmen wir den vierten noch dazu, also zwischen 20 und 40 Jahren, grob gesagt, sind ungefähr drei Viertel der Musizierenden auf der Straße alt. Unter Frauen, wenn ich mir nur Frauen anschaue, ist der Altersanteil der Anteil in dieser Altersspanne noch größer, liegt bei knapp 90%. Also bei Frauen ist das sozusagen links und rechts davon viel weniger. Also 20 bis 39 Jahre und männlich. Wo kommen die Leute her? Wir werden gleich sehen, dass meine Kategorien in diesem Kreisdiagramm nicht, in diesem Tortendiagramm nicht unbedingt zusammenpassen. Die meisten Leute, wenn man so will, kommen die meisten Leute aus Osteuropa. Das ist der große, dicke Batzen da unten, 42%. Aus Deutschland kommen knapp 30%. Ja, das sind also die Restdeutschland plus Berliner. Damit ist Deutschland das häufigste Herkunftsland. Ja, also, weil Osteuropa ist ja kein Land, das habe ich mehrere zusammengefasst. Wenn ich sagen will, woher, also aus welchem Land kommen die meisten Straßenmusiker in Berlin, dann ist es Deutschland. Aber trotzdem interessant, 42% kommen aus Osteuropa, 13% aus anderen europäischen Ländern und aus dem Rest der Welt 17%. Wie gesagt, Deutschland ist das häufigste Herkunftsland. Deswegen haben wir einen männlichen Musiker zwischen 20 und 39 Jahren, der entweder Deutscher oder auch Osteuropäer ist. So, wie lange sind die Leute in Berlin? Eigentlich eine interessante Frage. Wir sehen, es gibt einerseits eine recht hohe Fluktuation von Leuten, die nur so ein paar Tage da sind.
Dann haben wir aber auch viele Straßenmusiker, die in Berlin geboren und aufgewachsen sind, da leben, schon seit mehr als 10 Jahren in Berlin leben. Ne? Also das ist durchaus auch eine Hausnummer. Also etwa 57% der Straßenmusiker zähle ich zu den Ortsansässigen, und das habe ich, ortsansässig habe ich gesagt, ist alles, was über 6 Monate in Berlin lebt. Gleichzeitig eben die Fluktuation hoch, denn 43% bleiben maximal einen Monat in der Stadt. Okay, also in Berlin lebend. So, wie geht's weiter? Die Ensembleform. Wir haben unter den Straßenmusikern, die ich untersucht habe, am häufigsten Solisten. Ja, 95 Leute sind also allein unterwegs. Und das Duo ist die verbreitetste Ensembleform. Aber wir haben auch gesehen, die Jacques Parmentier zum Beispiel sind, und die waren offenbar nicht die einzige, das, die einzige 12-köpfige Band, da war noch eine zweite, deswegen, also 24 von den untersuchten Individuen sind in 12-köpfigen Ensembles unterwegs. Okay, wir haben also einen Solisten. So, in welcher Sprache wird gesungen? Also in ungefähr der Hälfte der musikalischen Darbietungen wird überhaupt gesungen, in der anderen Hälfte, die andere Hälfte ist instrumental. Und wenn dann gesungen wird, dann zum größten Teil auf Englisch, aber auch Deutsch kommt vor, ansonsten Spanisch, Russisch, andere osteuropäische Sprachen und die, die unter Ferner liefen. Genau, also wir singen auf Englisch und Straßenmusiker, wie Sie vielleicht auch selbst schon erlebt haben, verwenden eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Instrumenten aller Klassen. Blasinstrumente, und da sind sicherlich das Saxophon ist so das am weitesten verbreitete, Mundharmonika auch, Blechbläser, ja, einige. Schlagzeug ist verbreitet, ne, weil sich das gut durchsetzt draußen. Drumset oder anderes. Genau, das wichtigste Musik, wichtigste Instrument der Straßenmusik findet sich aber auf dieser Zusammenstellung hier bei den Zupfinstrumenten. Das ist die Gitarre in allen ihren möglichen Formen. Ne, also das war mit Abstand sozusagen das Instrument, das am häufigsten auftaucht. Auch das Akkordeon taucht sehr häufig auf, weil das natürlich auch einfach laut ist, sowohl Harmonie als auch Melodie und Rhythmus ermöglicht. Das eignet sich einfach gut für die Straße. Gut, das heißt, wir haben einen Gitarristen. Und dann wollte ich noch wissen, was spielen die denn eigentlich? Und habe herausgefunden, also die meisten Leute spielen Interpretationen, also irgendwelche Stücke meistens, die möglichst viele Leute kennen, also man will was Bekanntes unter die Leute bringen. Einige spielen Stücke nach und haben aber dazu noch eigene Stücke im Repertoire. Einige spielen nur Originale und dann gibt es welche, die komplett improvisiert frei spielen. Das heißt, wir haben jemanden, der auf der Gitarre bekannte Stücke spielt. Und dann wollte ich noch wissen, was hatten die denn eigentlich für eine musikalische Aus- oder Vorbildung? Ich habe gefragt, so, wie hast du deine musikalischen Fähigkeiten erworben? Und da sehen Sie, dass also mindestens die Hälfte von denen autodidaktisch an Musik rangeht. Dann sind auch noch welche, die sagen, ja, ich übe, also Learning by Doing, das kann man sicherlich da auch noch mit reinziehen. Und gleichzeitig gibt es viele professionelle Musikerinnen und Musiker, die eben entweder an der Uni, am Konservatorium studiert haben oder auch professionelle Studiomusiker sind und als solche arbeiten. So, also wir haben einen Autodidakten und dann habe ich geschaut,
Dann habe ich mal geschaut, habe ich so jemanden auch in meiner Stichprobe drin? Und tatsächlich Robert. Robert aus Kassel ist männlich, 27 Jahre alt, kommt aus Deutschland, seit 7 Jahren in Berlin, spielt Gitarre, singt dazu auf Englisch und auf Deutsch und er spielt bekannte Stücke, nämlich so die größten Hits der 70er, 80er und 90er. Und dazu ist er noch Autodidakt. Das war, wie soll ich sagen, nicht der spannendste von den Straßenmusikern, die ich getroffen habe. Menschlich natürlich schon, aber so. Es gibt ganz unterschiedliche Entwürfe. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Genau. Jo, dann müssen Sie gar nicht so alles im Detail erfassen auf dieser Folie. Das soll aber einfach zeigen, dass Straßenmusiker eine ganz große Bandbreite an Stilrichtungen abdecken. Hat mich überrascht, dass traditionelle und Volksmusik das Rennen gemacht hat. Ich hätte eher auf Pop- und Rockmusik. Klar, wenn man die zusammenzählt, dann überholen die natürlich traditionelle und Volksmusik gesetzt. Aber genau, also so das meiste, was ich gesehen habe, war traditionelle Musik, Volksmusik. Ansonsten viel Popmusik, viel Rockmusik oder auch so Folk, Country, Rock'n'Roll. Und dann nicht zu vernachlässigen natürlich auch Improvisation und eigene Musikrichtungen. So, und warum machen jetzt Menschen Straßenmusik? Wegen des Geldes. Klar. Geld und andere wirtschaftliche Interessen sind die zentralen Motive für Straßenmusiker. Deswegen machen die das. Aber in meiner Stichprobe haben über 18%, also fast ein Fünftel, gesagt, dass ihnen monetäre Anerkennung gar nicht wichtig ist. Geld spielt für diese Leute keine Rolle. Und das ist fast jeder Fünfte schon eine Hausnummer. Warum machen die Leute sonst Straßenmusik? Und da gibt es zahlreiche ideelle Aspekte, von denen die wichtigsten sind. Einmal Spaß und Freude an Straßenmusik. Die finden genau diesen Rahmen, genau diese Auftrittsvariante am spannendsten. Das wollen die machen und vielleicht auch noch was anderes. Aber die sagen, ja, ich möchte raus auf die Straße, ich möchte da mit den Menschen in Kontakt kommen. Genau, das ist gleich der zweite Punkt, zwischenmenschliche Kontakte und Begegnungen. Diese Leute sagen, so nah, wie ich hier an mein Publikum rankomme auf der Straße, komme ich da nie auf der Bühne ran. Ne, auf der Bühne bin ich hier oben, so wie ich jetzt, nee, gar nicht oben, Sie sind eigentlich. Aber ne, einer ist vorne und macht die Show und die anderen gucken zu. So, und da sagen die, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte den Leuten in die Augen schauen können. Ich möchte direktes Feedback haben. Ich möchte wissen, wie das ankommt, was ich mache. Ich möchte mich mit den Menschen austauschen. Ja, viele sagen auch, ich möchte mich musikalisch weiterentwickeln. Durch das öffentliche Ausprobieren. Ich habe neues Material und check mal aus, wie das so ankommt bei den Leuten, weil ich das vielleicht später dann auf der Bühne oder in einer anderen Show verwursten will. Aber ich muss erst mal gucken, so wie das ankommt und ich kriege nirgends ein so direktes Feedback wie bei der Straßenmusik. Genau. Außerdem kann ich dabei üben, proben und werde noch dafür bezahlt, im besten Fall. Genau, und dann sagen einige, ja, ich mache das als Promotion für mein Konzert, das ich irgendwie am Wochenende habe. Ich spiele jetzt hier im Mauerpark zum Beispiel, wo es viel junges Publikum gibt und verteile noch meine Flyer, vielleicht auch meine CDs und mache einfach Werbung in eigener Sache. Ja. Und wir sehen, ja, natürlich, Geld ist das zentrale Motiv, aber es gibt ganz viel anderes, was sozusagen Straßenmusiker dazu bewegt, das zu tun, was sie tun. Die Einstellungen und Perspektiven. Größtenteils haben Straßenmusiker eine positive Einstellung zu ihrer Tätigkeit. Ja, nur 5,3% in meiner Stichprobe sagen, dass sie nicht gerne Straßenmusik machen. Zwei Drittel von ihnen machen länger als ein Jahr Straßenmusik. Die Hälfte davon mindestens 5 Jahre. Das heißt, viele bleiben einfach dabei, weil sie merken, entweder ich komme da finanziell nicht mehr weg von oder es macht so viel Spaß, dass ich davon mehr haben will.
Dann interessant, dass also der größte Teil, nämlich über 80% der Straßenmusiker, zusätzlich in anderen Kontexten musikalisch aktiv ist. Kenne ich aus eigener Erfahrung, aber trotzdem, einfach nochmal zu wissen, okay, das sind nicht nur Straßenmusiker, die haben auch einfach sonst auch noch ein Leben nebenher. Einige davon arbeiten als professionelle Musiker. Andere haben ganz andere Berufe und andere versuchen irgendwie auch als Musiker über die Runden zu kommen. Gleichwohl sagen viele von den Nicht-Professionellen, dass sie ihr Handlungsfeld gerne auf professionelle Engagements ausweiten würden, wenn das ginge. Und das ist eben in vielen Fällen dann doch nicht der Fall. Ich habe dann gefragt, was unterscheidet in Ihren Augen eigentlich Straßenmusik von Musik in anderen Zusammenhängen? Was ist das Besondere? Warum? Und viele sagen dann, dass sie eben genau die Freiheit und Unabhängigkeit an der Straßenmusik schätzen, eben genau das spielen zu können, was sie wollen, sich sozusagen keinen Zwängen irgendwelcher Veranstalter unterwerfen zu müssen und auch ihrem Publikum erstmal nicht schuldig zu sein. Ja, das ist was anderes, wenn ich weiß, haben alle bezahlt, jetzt muss ich liefern oder ich stelle mich hin und oh, wenn es dir gefällt, gibst du mir was. Sollte auch einen Gitarrenkoffer hier hinlegen. Ja, dann die Herausforderung sozusagen, also viele nehmen einfach die Herausforderung an, die Aufmerksamkeit des Publikums erstmal gewinnen zu müssen. Ja, ich freue mich total, dass Sie heute alle hier sind, aber ich bin mir Ihrer Aufmerksamkeit erstmal recht sicher gewesen. Wenn ich ein Konzert gebe und Sie kommen alle und zahlen Eintritt, weiß ich auch, okay, Sie werden sich da hinsetzen oder hinstellen und zuhören. Als Straßenmusiker ist das nicht selbstverständlich. Ich stelle mich hin und Sie laufen vorbei. Und ich muss gucken, wie kriege ich Sie zum Stehenbleiben. Und am besten dann noch dazu, mir was in den Koffer zu schmeißen. Ja? Also das ist eine Herausforderung, die einfach viele am Ehrgeiz kitzelt. Und es ist natürlich spannend, eben selbst sozusagen sich eine Bühne im öffentlichen Raum zu bauen, zu kreieren, mit meiner... Also auch ein sehr erhebendes Gefühl zu wissen, ja, ich fülle jetzt mit meiner Präsenz hier diesen Raum und berühre die Leute. Ja, und genau dieses besondere Verhältnis zum Publikum, das eben sehr auf Augenhöhe ist, das ist also auch ein Unterschied. Gleichzeitig eben die starke Fluktuation, ne, damit muss man erstmal umgehen, lernen. Das ist nicht leicht. Ja, das sind also so die wesentlichen Unterschiede zwischen Straßenmusik und Musik in anderen Kontexten. Man sieht hier, wenn man es lesen kann, dass Straßenmusik für mehr als die Hälfte der Musiker einen Beitrag zum Lebensunterhalt leistet. Bei vielen anderen dann eben noch die Musik in anderen Kontexten oder auch sowas wie Musikunterricht. Wir sind aber auch bei über 30 Leuten, die haben einfach noch komplett andere Jobs, Berufe, zum Beispiel Erzieher, Verkäufer, Ingenieure, Tontechniker, Studiotechniker, Theaterproduzenten, Hausmeister, alles dabei. Ja, jeder darf Straßenmusik machen. Tolle Sache eigentlich. Genau. Einige leben von Hartz IV, da sind arbeitssuchend, andere werden aus irgendwelchen Töpfen oder von der Familie oder so unterstützt. Genau, also Straßenmusiker finanzieren sich auf vielfältige Art und Weise, aber unter anderem auch, wen überrascht es, über ihre Straßenmusik. So, was machen die eigentlich? Nee, oder warum? Warum machen sie das, was sie tun? Ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, die meisten Musiker, wenn ich mich entschließe, ich mache da draußen Musik, muss ich ja auch so ein bisschen... Muss ich nicht, aber es hilft, wenn ich mir Gedanken mache, irgendwie, was will ich da eigentlich machen? So entscheiden sich eben die meisten von denen dafür, in einer von den vorgestellten Raumkategorien aufzutreten. Die sagen, ja, ich mach halt nur in den U-Bahnen Musik, weil da habe ich irgendwie, keine Ahnung, genau das Publikum, das auf meine Musik anspringt. Oder andere sagen, ich möchte nicht im Untergrund sein, ich möchte draußen in der Sonne sein und mache halt deswegen draußen Musik. Ja, da gibt es unterschiedliche Motivationen dafür, aber die meisten entscheiden sich dann für eine Raumkategorie.
Viele sagen, dass sie ihr Repertoire oder ihre Spielweise ans Publikum oder an die jeweilige Situation anpassen. Und das ist bei einigen sozusagen bedingt durch einen Gedanken von Profitmaximierung. Die sagen, okay, was muss ich machen, damit möglichst viele stehen bleiben, damit möglichst viele, okay, und darauf reagiere ich. Und wenn jetzt ein Kind kommt, dann spiele ich halt irgendwas anderes, als wenn Erwachsene. So, das ist, da gibt es einmal diese Denke, und bei anderen gibt es aber auch die Denke, also, oder wie ich das ja auch vorhin dargestellt habe, die Leute, die sozusagen sich von dem Ort und auch von den Leuten und von der Stimmung, die gerade herrscht, inspirieren lassen und damit sozusagen darüber in Kontakt treten und in den Austausch treten. Viele Straßenmusiker nutzen auch inzwischen neue Medien. Also einerseits gibt es welche, die sozusagen MP3-Player oder Smartphones oder so als Playback benutzen. Es gibt aber auch, also genau, aber dann natürlich ist das Internet sozusagen wird immer wichtiger, soziale Netzwerke. Gerade die sagen, ja, wir machen eigentlich Promotion in eigener Sache, Werbung, die posten das natürlich vorher und laden ihre Fangemeinde ein und sagen, ey, heute spielen wir im Mauerpark, kommt mal alle. Und dann kommen die Leute teilweise auch. Dann habe ich gefragt, was zeichnet dich denn jetzt eigentlich aus? Was ist an dir anders als an anderen Straßenmusikern? Das hat mich interessiert. Und da haben viele gesagt, meine Authentizität, meine persönliche Ausstrahlung, ne, genau das, was ich eben repräsentiere, genau das, wie ich den Raum fülle, und meine Unangepasstheit, dass ich eigene Stücke spiele, das ist mit Originale gemeint, dass ich nicht kommerziell unterwegs bin. Das zeichnet mich aus. Andere sagen, mich zeichnet aus, dass mir eben Geld nebensächlich oder unwichtig ist. Stimmt ja auch, sind nicht so viele, bei denen das so ist. Andere verweisen auf die Instrumente, die sie spielen. Ne, ungewöhnliche Instrumente erregen Aufmerksamkeit. Jaron zum Beispiel mit seinem Hang, ne, da gucken die Leute erstmal und dann hören sie und denken, boah, haben wir noch nie gesehen, klingt toll. Oder auch die Besetzung, ne, bei den französischen Blechbläsern, da guckt man auch erstmal hin. Sousaphon sieht man nicht jeden Tag und dann auch noch 12 Leute, die da ordentlich Rambazamba machen. Durch Musikstile kann man sich auszeichnen. Reggae spielt nicht jeder, kommt aber gut an zum Beispiel. Oder russische Volkslieder, was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Stile, durch die man sich auszeichnen kann. Ja, natürlich die eigene Spieltechnik, der Auftrittsstil, meine Performance. Benutze ich Requisite? Baue ich mir zum Beispiel wirklich eine Bühne dahin? Oder ziehe ich mich irgendwie an, wie die Bratschistin, die da im Abendkleid auf dem Platz stand? Dann ganz wichtig eben die Interaktion mit dem Publikum, die Kontaktaufnahme. Da gibt es Leute, die sagen, ja, ich gucke den Leuten in die Augen, ich spreche die Leute von mir aus an, ich animiere die zum Mitmachen. Das zeichnet mich aus und das ist das, was ich will. Ich möchte Kontakt, während andere halt da sitzen und spielen und irgendwann fertig sind und gar nicht gemerkt haben, ob da jetzt eine Menschentraube stand oder ob alle vorbeigelaufen sind. Ab und zu hat es mal geklimpert, aber ja, das ist sozusagen da. Also sagen viele, ja, da habe ich große Hebel in der Hand, um Kontakt zu schaffen zum Publikum, um vielleicht auch mehr Geld zu generieren, wenn ich die Leute anschaue, wenn ich auf die Leute zugehe, warum auch immer. Und einige sagen, ja, besonders an mir, dass ich eben entweder ein professioneller Musiker bin, dass ich eine Ausbildung hatte, ein studierter Musiker bin und eben nicht einer von denen, die ja gar nicht ihr Instrument richtig beherrschen. Wir haben gesehen, dass das gar nicht unbedingt ein Kriterium ist für eine erfüllende Straßenmusik-Performance. Dann habe ich gefragt nach... Dann habe ich das Publikum gefragt, Wahrnehmung und Akzeptanz, was haltet ihr eigentlich von Straßenmusik und wie findet ihr das? Und im Großen und Ganzen waren die Reaktionen überwiegend positiv. Straßenmusik wird als Bereicherung des Alltags und Belebung öffentlicher Orte geschätzt und dann als störend und ärgerlich empfunden, wenn es eben keine Ausweich oder Entscheidungsmöglichkeit gibt. Wenn ich nicht sagen kann, jetzt möchte ich es gerade nicht und gehe weiter, sondern ich sitze hier in der U-Bahn und muss von A nach B und der
trötet mir gerade die Ohren voll. Ja, das, genau. Und dann werden also berechnende und lieblose Darbietungen besonders gering geschätzt, wenn man also merkt, da macht, will einer eigentlich nur Geld machen, aber gibt eigentlich kein Herzblut in die Musik rein. Ein paar Zitate aus dieser Umfrage. Wenn mit Lust und Freude dargeboten, was man immer weniger erlebt, ist es eine Labung im Alltagsgeschiebe. In der vollbesetzten, dampfenden U-Bahn empfinde ich die oft sehr hingezimmerten Etüden zunehmend als Belästigung. Ja, also durchaus differenziert. Jemand anders sagt, Straßenmusik zieht mich magisch an, hat etwas von Freiheit und öffentlicher kultureller Teilhabe. Und jemand anders, sicherlich ein wenig romantisch angehaucht, ich würde auch gerne ein Vagabund sein, der durch die Welt zieht und die Menschen glücklich macht. Ja, die Menschen haben ihre Bilder im Kopf darüber, was Straßenmusik ist. Oder auch Straßenmusiker. Dann noch die Frage, gibt es sowas wie eine Straßenmusikszene? Nur ganz kurz, habe ich nicht gefunden in Berlin. Was wäre, also eine Szene wäre irgendwas, wo die Leute irgendwie miteinander verbunden sind. Aber ich habe eigentlich lauter Individuen gefunden, die wenig miteinander zu tun hatten. Es gab so ein paar Russen, die sich kannten, ein paar Polen, die sich kannten untereinander. Aber ne, es gibt keine Organisation von Straßenmusikern, kaum Netzwerke oder ähnliches. Und deswegen würde ich nicht von einer Straßenmusikszene im engeren Sinne sprechen. Das sind hauptsächlich Individualisten, die da unterwegs sind, also sehr individuell. Teilweise besitzen die eben kontextabhängig, wie wir gesehen haben, verschiedene musikalische oder nicht musikalische Identitäten. Wenn ich da mal auf der Straße, auf der Wilmersdorfer Straße gestanden habe und Musik gemacht habe, ja, dann war ich in dem Moment Straßenmusiker, aber ansonsten bin ich Wissenschaftler, ansonsten bin ich Ingenieur, ansonsten bin ich alles Mögliche noch oder mache Musik in dem und dem Kontext, stehe da auf der Bühne oder auch nicht auf der Bühne. Also das, wenn wir Straßenmusiker sehen, ist es gut im Hinterkopf zu haben, ah, die sind jetzt gerade Straßenmusiker. Jetzt gerade in dem Moment machen die Straßenmusik, aber solange ich nicht mit denen in Kontakt und ins Gespräch und in Austausch komme, habe ich keine Ahnung, was sie sonst in ihrem Leben machen. Es ist ganz spannend, da mal nachzuhaken. Und für viele sind Straßenmusiker Bettler, haben wir aber auch gesehen, sind sie per se erstmal gar nicht. Und auch Geld ist eben gar nicht unbedingt das wichtigste Argument für viele Straßenmusik zu machen. Die große Vielfalt und Verschiedenheit in der Straßenmusik unter den Straßenmusikern, die wir sehen, die sind an sich aus meiner Sicht bedeutungsvoll und charakterisieren das Phänomen Straßenmusik. Es handelt sich um eine künstlerische Ausdrucksform und Auftrittskultur und dabei um ein höchst lebendiges und facettenreiches Phänomen. Ich mache noch ein paar Bemerkungen zu den soziokulturellen Aspekten, und dann bin ich auch schon durch. Für mich einfach wichtig, nochmal hervorzuheben, Straßenmusik ist ein Bestandteil des urbanen Lebens, vor allen Dingen in Berlin. Man kommt eigentlich nicht dran vorbei. Ein Bestandteil des kulturellen Betriebs und auch des Alltags der Menschen, die in Berlin und in anderen Städten leben. Ne? Wir nehmen es selten bewusst wahr, aber Straßenmusik ist da und sie findet statt und sie gehört irgendwie dazu. Es handelt sich um eine kulturelle Ressource, weil wir da eine ganz große Bandbreite an Stilen, Repertoires, Instrumenten, Sprachen und auch Lebensentwürfen sehen, mit denen wir konfrontiert werden, mehr oder weniger, ob wir wollen oder nicht. Und die sozusagen Straßenmusiker diese Ressource in sich tragen und ungefragt sozusagen damit in der Welt präsent sind. Es handelt sich um ein inklusives Angebot. Jeder ist eingeladen, einerseits Straßenmusik zu machen, das dürfen wir alle. Auch Leute, die gar nicht, also ich habe einige getroffen, die also wirklich kein Instrument beherrscht haben und irgendwie trotzdem Straßenmusik gemacht haben. Bei manchen von denen war das für mich eher ärgerlich, dem beizuwohnen. Bei manchen war es aber auch wirklich ganz spannend, weil die mit so einer Offenheit da rangegangen sind und halt gesagt haben, ich mache jetzt einfach und interessiert mich dann auch gar nicht, ob euch das gefällt. Ich habe aber einfach Lust, hier draußen Musik zu machen. Das dürfen sie. Ne? Also einerseits inklusiv, jeder darf es machen. Andererseits, jeder darf zuhören.
Ich brauche nicht viel Geld zu verdienen, um mir irgendwelche Konzerttickets zu leisten. Ich brauche mich nicht in Schale werfen, wie wenn ich in die Konzerthalle gehe. Ich brauche mich auch nicht vorher um Tickets kümmern. Ich kann einfach vorbeigehen, sagen, yeah, gefällt mir, ich bleibe stehen und das höre ich mir an. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann gehe ich einfach weiter. Und wenn es mir gut gefallen hat, lasse ich vielleicht auch was an Geld da und zolle Anerkennung. So, muss ich aber nicht. Ne? Ich bin total frei, zwanglos dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Straßenmusik bietet mir auch die Möglichkeit, entweder mit den Musikern selbst in Kontakt zu kommen. Viele sind dafür sehr offen, freuen sich darüber. Kann aber auch natürlich, wenn da mehr Leute stehen, mit denen ins Gespräch kommen. Insofern ein sozial-kommunikatives Element, zahlreiche Anknüpfungspunkte. Ich kann Ihnen sagen, Dissertation über Straßenmusik schreiben war das Beste, also war eine von den sehr guten Sachen in meinem Leben. Das ist kein Nischenthema. Jedem, dem ich davon erzähle, jeder kann was damit anfangen. Heute im Zug hat sich eine Frau zu mir gesetzt, meinte, das Buch lag auf dem Tisch, weil ich mich noch ein bisschen vorbereitet habe. Meinte, darf ich das mal lesen oder darf ich da mal reinschauen? So, zack, schon sind wir im Gespräch. Tolle Sache. Also es gibt zahlreiche Anknüpfungspunkte. Und Straßenmusik ist einfach total mit ihrer Umwelt verbunden, weil sie darin stattfindet. Sie stellt einen Kontrast zu kommerzieller Musik statt, weil sie eben so frei und erstmal einfach da ist. Ich muss mir nichts kaufen, ich muss nichts abonnieren, ich kann einfach zuhören. Es gibt keine kulturellen Autoritäten, die da irgendwelche Normen vorschreiben würden, die eben zum Beispiel sagen, du kannst dein Instrument gar nicht gut genug oder überhaupt nicht spielen, du darfst nicht. Nee, ich darf, natürlich darf ich. Also vielleicht nicht an jedem Ort und zu jeder Zeit, aber prinzipiell darf ich erstmal. Kunstausübung, da gibt es quasi ein Grundrecht drauf. Und dann bildet Straßenmusik natürlich einen großen Kontrast zur konservierten Musik, die ja heutzutage sozusagen die Norm ist. Professionell produzierte Musik, im Studio produzierte Musik, die ich mir zu jeder Zeit anhören kann, wo ich mich nicht rum. So, Straßenmusik ist echt, ist live, ist da. Ich sehe die Leute, ich sehe, wie die Musik produziert wird, wie die Musik entsteht. Ne? Das ist heutzutage gar nicht mehr, also bei manchen Leuten schon sehr selbstverständlich, aber für viele eben gar nicht mehr, dass man überhaupt nochmal sieht, wo Musik irgendwie live gespielt wird. Also selbst wenn ich in ein großes Konzert gehe, dann sehe ich ja irgendwo ganz hinten einen kleinen Punkt, da steht jemand auf der Bühne, hampelt rum, im schlimmsten Fall noch zum Playback. Aber gar nichts gegen Helene Fischer, aber da ist die Musik irgendwie, glaube ich, recht zweitrangig. Da ist halt eine tolle Show, die macht ganz viel. Aber die Musik, Band, brauchen wir nicht. Ja, ich glaube, die singt schon selbst, aber es ist, na, so, bei der Straßenmusik bin ich sehr nah, sehr live dran. Straßenmusiker transformieren mit dem, was sie tun, den urbanen Raum. Ne? Sie wandeln Orte, die eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, in eine Bühne um. Nicht-Orte ist so ein Konzept von Marc Auger, einem französischen Anthropologen. Er hat dieses Konzept geprägt. Ne? Nicht-Orte, Straßen, Bahnhöfe oder sowas, irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht sein will, wo ich mich nur im Transit durchbewege, wird plötzlich in was ganz anderes verwandelt, nämlich einen belebten Raum, in dem was passiert, in dem ich eine emotionale Ansprache erfahre, wenn ich will, und wo ich plötzlich ein Erlebnis haben kann, das ich mit diesem Raum verknüpfe, mit diesem Ort. Nicht zuletzt hat Straßenmusik immer eine politische Komponente, denn es handelt sich ja letztlich auch um eine öffentliche und unkontrollierte Meinungsäußerung. Das ist in Diktaturen nicht möglich. In der DDR gab es quasi keine Straßenmusik. Ja, das war ein viel zu großes Risiko fürs Regime, dass da plötzlich irgendwie jemand vielleicht auch noch einen Protestsong spielt oder sowas. Das durfte eigentlich nicht sein. Insofern ist die Duldung von Straßenmusik oder sogar die Förderung durchaus als Ausdruck einer liberalen Gesellschaft zu werten. Und auch der andere Umgang heutzutage, der sehr viel weniger restriktiv ist mit Straßenmusik, als das früher mal war, zeigt
in meinen Augen auch einen gewissen Wandel in der Gesellschaft, von der Norm Abweichendes zu akzeptieren und zuzulassen. Und letztlich stellt Straßenmusik, Sie merken, meine Stimme ist am Ende, bin auch gleich am Ende meines Vortrages, letztlich stellt Straßenmusik aus meiner Sicht ein Kapital für Städte dar, denn wenn ich als Stadt Straßenmusik, ich brauche ja gar nicht viel tun, um sie zu fördern, ich muss sie einfach nur dulden und vielleicht noch ein paar Regeln aufstellen oder so, aber letztlich sehen dann die Leute, da sind Musiker am Werke, das ist sozusagen ein Aushängeschild für Kreativität und Toleranz, von dem ich als Stadt profitieren kann. Und nicht zuletzt deswegen gibt es in vielen Städten mittlerweile jährliche Straßenmusikfestivals. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist ein Straßenmusikfestival was ganz anderes als Straßenmusik, sozusagen die spontan stattfindet. Und trotzdem, ja, die Leute verknüpfen etwas damit, und das wird genutzt, um eben ein bestimmtes Image für die Stadt zu geben und zu finden. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Habe meine Redezeit mehr als ausgeschöpft, würde mich aber trotzdem über Austausch, Fragen freuen, wenn Sie jetzt nicht alle fluchtartig den Saal verlassen.